Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Füller-Review bei mir hier bei Big G's Tintenkiste. Ich habe schon mal gesagt, ich sage es gerne auch noch einmal. Ich werde versuchen, das jetzt immer laut und deutlich auszusprechen, damit so wirklich jeder kapiert. Ja, also Big G's Tintenkiste. Ja, heute gibt es den Pilot Metropolitan oder MR2. Da gibt es ja, ist im Prinzip immer der gleiche Füller, aber jeweils mit zwei verschiedenen, also passenden Patronengrößen. Einmal der Pilot Metropolitan, das ist jetzt hier diese Version. Der ist amerikanisch oder japanisch. Also die Marke kommt ursprünglich aus Japan, kommt in dieser kleinen Schatulle hier an. Drumherum war einfach nur eine stinknormale weiße Box aus nicht Plastik, Pappe. Ja. Drin ist dann einmal hier der Füller und so eine Patrone von Pilot. Ja, ich nehme an, wird Pilot Blue sein oder sowas. Also im Übrigen nicht das hier wird reingesteckt, sondern das hier. Ja. Also kommt aber auch, also zumindest war das bei diesem Füller so der Fall. Kam dann mit einem Squeeze-Converter. Ja, das bedeutet also, dass dann hier so ein Converter mit dabei ist, wo man mit so einem Gummikissen, würde ich mal sagen, ja, ist ursprünglich dafür gedacht gewesen, um den Füller zu reinigen nach dem Gebrauch, aber die meisten benutzen ihn dann ja doch eher als Konverter. Ja, weil ja, hat den Nachteil. Das Gummi ist schwarz, das heißt, man sieht nicht, wie viel Tinte noch drin ist. Merkt man dann sowieso, wenn aus der Feder nichts mehr rauskommt. Ja, ansonsten aber wäre das jetzt hier dann auch die passende Größe. Dann gibt es auch noch den MR2. Das ist die europäische Version oder für den europäischen Markt so gesagt. Hat dann einen Standard Größenanschluss hier für Patronen, also Pelikan und andere. Oder hat eben auch für Pelikan Konverter. Habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon ausprobiert. Ja. Sowie auch weitere Farben. Ja, so wie jetzt hier in dem Beispiel. Das ist dann auch, der ist jetzt so anthrazitfarben. Ja, schauen wir mal da rein. Ja, der hat jetzt hier zum Beispiel so diesen Standard Aufsatz. Ja. Da ist jetzt hier ein bisschen so die Öffnung kaputt gegangen, weil ich ein bisschen zu grob gewesen bin. Passt im Allgemeinen aber auch da rein. Ja, also das ist jetzt quasi der MR2 für den europäischen Markt, wo man auch Pelikan-Patronen hineintun kann. Das ist dann hier die japanische Version. Japanisch/amerikanisch, weil die Amis, die benutzten, glaube ich, den Metropolitan. Ja, also wie gesagt, dieses Anschlusssystem, das bedeutet, das ist dann der Metropolitan und das wäre dann der MR2. Ja. Gibt es auch noch in ein paar anderen Farben. Es gibt zwei Modelltypen, sage ich mal. Einmal, wie jetzt hier zu sehen, ist die Retro-Pop-Version. Ja, da sind dann die Füller aus so poppigen Farben, halt Rot, dieses Anthrazit, dieses goldene Orange, wie auch immer. Dann gibt es noch poppiges Grün, Türkis und Lila, ja, so. Und jeder von diesen Füllern hat dann ein anderes Muster hier drauf, ja. Sieht aus wie so eine 70er-Jahre-Tapete oder sowas, ja. Das sollen dann so Hundezähne darstellen oder sowas. Hier ein paar Blümlein drauf oder was das auch immer darstellen soll. Und dann gibt es noch eine andere Modellreihe, das ist dann ja, ich sag, die normale, die Animal. Heißt die Animal Edition. Da habe ich auch mal einen gehabt. In Schwarz mit Krokodil-Optik hier. Ja? Also nur die Optik. Also es ist nicht echt, ja. Nur die Optik. Der war dann halt eben schwarz. War ansonsten aber derselbe Füller wie der hier. Es geht halt nur um das andere Outfit hier außen herum, wo dann halt eben der Schwarze hat ein Krokodil. Dann gibt es noch einen silbernen ich meine, Schlangenoptik und einen goldenen was war das? Eidechsenoptik, so Sachen halt, ja. Also ist ein schöner kleiner Füller, schön geformt. Also er fühlt sich gut in der Hand an, nicht so billig, ja. Es ist kein Billigschrott oder sowas, ja. Von der Größe her. Also das ist
In Amerika oder halt auch in Japan werden diese Füller eingesetzt, mehr oder weniger als Schulfüller, ja. So, und wenn ich jetzt den mal so vergleichen wollen würde mit anderen Schulfüllern, zum Beispiel jetzt hier, der jetzt hier in der etwas extravaganten Version All-Star, Lamy All-Star in Ruby, dann hier noch ein Pelikan Twist, ja, oder auch hier ein Online Switch, von dem ich auch schon ein Review gemacht habe, und vielleicht noch, ja, und wenn man das ergänzen möchte, so mit meiner alten Zeit von damals ein Pelicano. Also nichts Besonderes, ja, auch klein, das war halt eben zu unserer Zeit so, ja, wenn man die beiden jetzt so voneinander vergleichen wollen würde, ja, sieht man, der Japaner ist dann schon ein bisschen größer, obwohl die Japaner eigentlich kleiner sind, aber egal. Der MR-Metropolitan kommt leider nur in zwei Federstärken, einmal in Medium und einmal in Fein. Was ich schade finde, ist, dass die Medium-Feder für europäische Verhältnisse recht dünn ist. Ja, der Füller hat zwar jetzt hier eine, wie ich finde, vom Design her eine sehr, sehr schöne, also sehr schönen Fuß hier unten, ne, dieser Kantintenleiter, also der Bereich hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt, die Sektion ist eigentlich bei allen Modellen gleich, schwarz, was bei manchen Leuten vielleicht stören könnte, ist diese Erhebung hier zwischen der Sektion und dem Schaftstück hier, ja, also ich sehe jetzt kein Problem, denn man kann den Füller auch ohne Probleme auch gekappt benutzen. Sieht dann auch in der Hand auch ein kleines bisschen schöner aus. Ja, ein kleines bisschen edler, vielleicht auch abhängig von der Farbe, wie auch immer. Und dann kann man den Füller auch so halten oder so. Oder ja, viele halten ihn so ohnehin eher hier unten am Ende des Griffstücks. Und dann merkt man auch diesen Bereich hier nicht so sehr. Ja. Also mich persönlich stört das nicht. Was mich an diesem Füller stört, ist halt eben die Federstärke. Ja. Da zeige ich euch gerne mal, wie ihr schreibt. Das ist der Pilot Metropolitan MR2. Ja, wir haben hier eine Medium-Feder. Ja, gut, jetzt hier auf dem Papier geht es eigentlich. In meinem Notizbuch, irgendwo ist es, ich finde es gerade nicht, da ist der Strich noch ein bisschen dünner, gefällt mir nicht ganz so toll, ja. An Tinte habe ich jetzt hier drinne, Diamine Saphir Blue. Ja, wie es sich das zu einem Tintenreview gehört, Füllerreview gehört, ein paar Vergleiche. Das wäre dann hier zum Beispiel Saphir Blue. Dann gibt es noch ein Pilot Hiroshizuku Asagao. Diamine Royal Blue. Diamine Asa Blue. Ja, Diamine Florida Blue. Hiroshizuku Konpeki. Und wenn man dann jetzt so diesen Kontrast dazu sieht, noch vielleicht, ja, Diamine Sagasso C. Auch eine richtig geile Farbe, muss ich sagen. Ja. Ist eine Stahlfeder. Eine schöne Stahlfeder, wohlgemerkt. Ja, also von der Form her sehr schön. Gefällt mir unheimlich gut. Ist aber relativ klein, muss ich sagen. Ja, was heißt relativ? Also wenn ich das jetzt vergleichen wollen würde, ich sage es mal mit einer normalen Pelikan Dings, Feder. Ja, gut, ist von der Größe her. Na, gibt sich nicht viel. Aber würde ich den jetzt vergleichen wollen, ich sag mal, mit einer großen Feder, wie jetzt zum Beispiel von meinem Arrow. Herr Keks, sorry. Mit einer großen Feder merkt man schon, obwohl die beiden Füller ähnlich lang sind,
Ja, oder ähnlich, ja doch, ähnlich lang sind. Kann man dann schon sehen, was so die Größe einer Feder rein optisch gesehen doch ausmachen kann. Ja, und ich für meinen Teil, es ist, also ich, mir persönlich, mir würde jetzt die große Feder besser gefallen, ja. Aber okay, der Arrow ist auch ein bisschen teurer, ja, übrigens teuer. Der Metropolitan Schrägstrich MR2 ist kein teurer Füller, muss ich sagen, ja. Auch wenn er aus Metall ist, aus stabilem Metall und auch, ja, stabil, kann man sagen. Ist er nicht so teuer. Also, ich glaube, der billigste, den ich gesehen habe, hat 19 Euro gekostet, der teuerste so um die 25 Euro, ja. Dafür, dass es ein Importprodukt ist, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, so, egal. Da mir jetzt auf Anhieb kein origineller Text einfällt, schreibe ich jetzt mal was kurz über den Füller. Ja, die Feder schreibt, muss ich sagen, sehr sanft. Also auch wenn das Schriftbild für mich, für meinen Geschmack ein Hauch, also es ist wirklich nur ein Hauch, zu schmal ist, zu dünn ist, schreibt die Feder sehr gut. Sie ist gut bearbeitet. Also es ist kein Kratzen, es ist zwar Feedback da, aber kein Kratzen. Und egal wie man den Füller hält, es wird nicht schlimmer, ja. Gut ist, selbst das Rückwärtsschreiben, also umgekehrt schreiben, selbst das funktioniert ohne großes Kratzen, ja, aber es macht sowieso kein Mensch. Lässt sie sich denn flexen? Ja, gucken wir mal. Habe ich auch noch nicht ausprobiert? Nö. Also, sie lässt sich so ein bisschen flexen in dem Sinne, ja, aber ich sage jetzt mal so, die Strichbreite, oder doch? Mal gucken. Ja, okay, so im Einzelnen vielleicht, ja. Da sieht man schon, da kommt dann das sogenannte Railroading. Relativ feucht, ja, also es kommt genug Tinte auf jeden Fall aus dem Füller heraus, dass man damit gut schreiben kann, ja. Also das Fazit ist eigentlich, ist ein guter Füller, ein schöner Füller, ein kleiner Füller vor allem, ja, klein. Ich habe schon mal ein paar Mal gezeigt, klein. So der kleinste, der den von der Größe her ist dann ja noch hier der M, also der Pelikan MR2 200. Ach Quatsch. Nochmal. Mal ganz kurz auf mein Hirn auf Reset drücken. Ding, 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 ding. Okay, da bin ich wieder da. Hallo Freunde, hier ist der Big George. okay, Scherz beiseite. Also, der Pelikan M200, so von der Größe her, im Vergleich zu dem deutschen, einem guten deutschen Schulfüller, hier ein Lamy Allstar. Ich hole mal dahin. Da gibt sich von der Größe nicht unbedingt so viel. Ja, dann hier so ein, mal ein bisschen was Größeres, ein bisschen mehr Fleisch. Ja, Lamy Ion. Und vielleicht noch Lamy 2000. Ja, also von der Größe her geht es eigentlich. Ist in Ordnung. Kann man machen. Ja. Okay, Freunde. Also das war jetzt das Review. Weil mehr kann ich jetzt auch nicht dazu zeigen. Weil es ist halt ein Füller. Ne? Ein schöner, kleiner, günstiger Japan-Füller.
gute Qualität, schreibt gut. Wenn es den mit breiter Feder geben würde, wäre mir das lieber, ja, aber das ist auch vollkommen okay. Gut, Freunde, also wie gesagt, das war das Review zum Pulp Metropolitan Schrägstrich MR2 in der Farbe Retro Pop, glaube ich, heißt die Farbe. Nee, Urban Retro Pop. Naja, egal. Also, wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte meine gelegentlichen Hirnaussetzer zu entschuldigen, aber das ist auch gut für euch, weil dann habt ihr was zu lachen, ne? Okay, also, habt euch das Video gefallen? Daumen nach oben. Habt ihr Fragen, dann kommentiert auch sehr gerne. Gefällt euch meine Videos generell, dann auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Review. Bis dann, Freunde, und tschüss!